Hier wollen wir zuerst hoch. Genau. Bonusraum. Wobei, jetzt bin ich verwirrt. Ah, gucken wir uns gleich mal an. Okay, was mache ich hier? Dein Ernst? Aha. Jetzt haben wir doch etwas gefunden. Ein Prisma. Nice. Da hatten wir gleich die nächste Fähigkeit. Der Schnabelstoß. Die Stärke erfordert. Stärke sammelt sich mit der Zeit automatisch an. Okay. Sturmangriff mit Mehrfachtreffern. Durchdringt Gegner. Sau nice. Stärke kosten 30. Okay. Wir haben jetzt auch 83 Fusionen. Theoretisch können wir das hier leveln. Oder den Speer mal allgemein. Ich glaube, das machen wir mal. Weil wenn der Speer stärker wird, machen unsere normalen Angriffe auch deutlich mehr Schaden. Guck mal, können wir sogar nochmal leveln. Ach, komm. Der Speer muss sein. So, jetzt gehen wir mal auf Fähigkeiten. Da müsste der... Ach so, kann ich die... Hä? Ich bin falsch. Ah, hier. Glückstein, den haben wir tatsächlich gekriegt. Hinterlassene Gegenstände mal 1,3. Nice. Und maximal EP. 10%. Das ist das, was ich gesucht habe. Wie kann ich jetzt aber Fähigkeiten neu ausrüsten? Mit L1 war das, ne? Ja, danke. Da ist er, Schnabelstoß. Stärke 30%. Den machen wir mal auf... Ups. Das sollte nicht passieren. Machen wir mal nach rechts und Kreis. Okay. Natürlich auch... Hä? Hallo? Warum geht das nicht? Ach, ist schon ausgewählt. Alter, bin ich komplett random. Können wir hier noch runter? Nein. Aber nice, guck mal, da haben wir jetzt schon wieder ein Kristall gefunden. Prisma heißen die. Dann hat sich das doch gelohnt. So, bleibt noch ein Weg. Wir haben schon zwei Fähigkeiten. Nice. Mal gucken, wie gut wir mit dem... Schnabelstoß zurechtkommen werden, wenn wir ihn benötigen. Ein Schmetterling. Wird zum Glück auf der Map auch angezeigt. So, hier unten wird es weitergehen. Direkt Stufe 5. Der Boss. So, eine Gebietskarte brauchen wir nicht. Der hat Bären, die kosten jetzt diesmal 5. Boah, er hat einen Schutzring. 5%ige Chance, erlittenen Schaden aufzuheben. Das klingt nice, komm. Da wir noch so wenig über das Spiel wissen, er wirft es halt einfach hin. Alles klar, danke. Penner. Da wir noch so wenig über das Spiel wissen, weiß ich nicht... inwiefern das Gold aufgeteilt wird zwischen den Charakteren oder die Ausrüstungsgegenstände, ob die charakterübergreifend dann auch sind.
Das sind halt so Sachen, davon weiß ich halt alles noch gar nichts. Deswegen denke ich, kann man einfach mal jetzt ein bisschen investieren. Und hoffen. Du solltest das Spiel vorher speichern. Öffne das Menü und wähle Speichern aus. Dem Untermenü System. Vor dir jetzt zu speichern. Okay. Gut zu wissen, dass man einfach so speichern kann. System. Speichern. Okay, vielleicht sollten wir das öfter machen. Weil ich auch nicht weiß, was passiert, wenn man stirbt. Ich denke, das werden wir noch erfahren. Ich könnte mir Game Over gut vorstellen. Ah, jetzt bin ich gespannt. Mit zwei Fähigkeiten gegen den Boss. Kapitel 1, Akt 4. Mal gucken, wer hier auf uns zukommt. ご奉告申し上げます。魔王軍は全ての拠点を放棄。全兵力でもって我が本陣に攻め込んでまいりました。聖騎士が奮戦しておりますが、お仕切られるのも時間の問題です。大隊捨て身の作戦に出たか。伝令を直ちに前線の兵を呼び戻し、魔王軍を背後からつけ、こちらも総攻撃をかける、挟み撃ちにして殲滅してくれる。 天佑は我が王にある。覚悟するがいい、妖魔の女王よ。剣王オーダインの娘グエンドリンがその見知りしをいただく。私をヨーマと呼ぶか、浅ましくも黄眼な魔王の娘。<笑>援軍が間に合ったようだ。 待っていたぞ、魔法使い。陛下、遅れて面目次第もありません。さあ来い、竜よ。忠実なベリアルよ。試してみようぞ。我らの守護竜を前にしても、お前が不尊な口を聞けるものか。Oh man, ein Drache, Leute. Warum? Was haben wir dem Spiel getan? Kapitel 1, Akt 5. Der tobende Drache Belial. Wir rennen einmal komplett außen rum. Oh, er sieht uns. Ah, er rennt gerade. Wow, wow, wow. Nein, damit wechseln wir die Richtung sogar. Haha. Das ist doch ein geiler Angriff, Leute. Na, fuck, er hat uns doch eingespuckt. Sehr nice. Oh wow, er hat uns doch noch so getroffen. Okay, und abhauen. Oh, das wollte ich nicht. Den Trank, wo wir haben. Und rüber. Alter, das mit dem Zauber, den wir gefunden haben, das ist ja mal ultra geil. Ja, danke für die Hinweise, Spiel, aber die brauchen wir nicht. Weil wir so richtig gut durchkommen. Und besiegt. Wow. Wie nice war das denn, Leute? Zwar jedes Mal dieselbe Ding benutzt, aber ist ja egal. Oyerokobi kudasai, Odain-sama. Teki wa tsugitsugi to taikyaku shite ikimasu.
決着がついたようだ。ブリガンの部隊に残党を殲滅するように申し付けろ。我が軍の一兵卒に至るまで勝利を伝えよ。角笛を鳴らせ。勝ち時を上げようとな。さあ行け。王大様。そうだ、これだ。 魔力の結晶炉コルドロン、長らく妖精どもの手にあった。おお、見よ、 この異様な光を放つ様を、ついにこの王大のものとなった。どのような戦いにもこの力があれば勝利できよう。何事だ。 なんということじゃ。光が、炉の火が消えてしもうた。 お父様は王はイズコに。王は結晶炉の前におられます。怪しい者、こんなところで何をしている。愚かな戦いが繰り返される。やはりコルドロンは最悪の源。これ以上結晶炉コルドロンは使わせません。お前たちに、 妖精の女王に。 Nice, und noch ein Prisma erhalten. Wahrscheinlich für den Abschluss der Quest. Nadelstich ist die neue Fähigkeit. Ein Hagel von schnellen, nach vorne gerichteten Stichen. Cool, cool. Ja, wir speichern mal. So. Aber ich denke, werde ich jetzt auch erstmal Schluss machen. War jetzt auch recht lange. Also eine gute Aufnahmesession auf jeden Fall zu Beginn des Spiels. Ja, Odins 4. Ich muss sagen, es macht unglaublich viel Spaß, das Spiel zu spielen. Es ist natürlich, wie am Anfang von vielen Spielen, gerade von Spielen mit Rollenspielelementen, ist es so viel zu lesen, so viel Tutorial und immer wieder was Neues. Und das hat man hier natürlich auch. Hat mich persönlich jetzt aber nicht gestört, um ehrlich zu sein. Also ich war sehr angetan davon. Bin auch sehr angetan von dem Spiel, von der Idee des Spiels. Freue mich jetzt auch auf jeden Fall weiterzuspielen. Ich hoffe, ihr genauso. Für die Leute, die keine Folge verpassen wollen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Ansonsten Kommentare hinterlassen, Daumen hoch und was weiß ich nicht alles. Ansonsten war es erstmal von mir. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Folgen des Let's Plays. Also dann, haut rein!